das bleibt, damit man wo ist. Trinkungsmoment, aber das darf ich noch nicht sagen, das werden wir dann. Sie können es gerne mal auslassen und sich da hinsetzen, bitte. Füßchen auf. So, der Herr Kollege, auf also dieser Stuhl ist blockierbar, wie man sieht. Ja. Der Kollege startet in Ruhe, das heißt, er hat keinen Drehpuls. Es wirkt auch kein Drehmoment, ich gebe ihm jetzt den Start. Schaffen Sie das? Wir müssen das alles in Ruhe bleiben. Das ist der Drehimpuls 0. Naja, das ist, wenn es nicht ganz grad so. Und wenn Sie jetzt versuchen, das Rad in Rotation zu versetzen, dann könnte es zum Beispiel oder so nehmen. Ja. Jetzt ein bisschen schneller. Ja, das heißt, jetzt sieht man schon schön, das Rad dreht sich in die Richtung und der Herr Kollege beginnt in die andere Richtung zu rotieren. Wenn Sie das Rad jetzt stoppen. Stoppt er das Rad plötzlich, jetzt hat er auch hier den Drehimpuls geändert und kriegt selber einen Drehimpuls in die andere Richtung, sodass insgesamt der Drehimpuls immer null ist. Das ist die eine Sache. Und jetzt schenke ich Ihnen einen Drehimpuls, indem ich das Rad antreibe. Wenn Sie aber jetzt die Richtung ändern von dem Drehimpuls, indem Sie die Achse in irgendeine Richtung kippen, sehen Sie, das heißt, wir ändern nichts an der Rotationsgeschwindigkeit, wir ändern nur die Richtung des Drehimpulses. Und auch das bewirkt eine Änderung seines Rotationszustandes. Weil eben der Drehimpuls, die Größe Drehimpuls ein Vektor ist und sowohl die betragsmäßige als auch die richtungsmäßige Änderung des Drehimpulses ein Drehmoment bewirkt, das zur Veränderung des Rotationszustandes des Herrn Kollegen führt. Jetzt? Extrem. Danke.